Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, den Dünger bringen wir dann natürlich in unser Lager. Einfach, dass er weg ist. Und dann schauen wir auch gerade mal, ob wir da vielleicht noch irgendwo Hackschnitzel drin haben. Nicht Hackschnitzel, Häckselgut für unseren Fermenter, dass der auch wieder versorgt ist. Obwohl, bis in den nächsten Monat kommen wir damit, weil da gibt es dann wieder neu. Da häckseln wir ja wieder. Theoretisch müssten wir wieder häckseln. So, jetzt schauen wir hier einfach mal durch, ob ich hier vielleicht irgendwo Hackschnitzel, Häckselgut haben, nicht Hackschnitzel. Kompost haben wir drin. Zuckerrübenschnitzel. Häckselgut, doch, haben wir drin. Passt. Können wir hier nämlich laden. So, und dann schauen wir einfach nochmal rüber und wir sehen, wir haben schon wieder neue Hühner bekommen. Die haben auch bald kein Futter mehr, sehe ich. 150, 250. Wir müssen jetzt eigentlich hier irgendwo neue haben. Komplett neue Tiere. Ah, die hier, ja. Die haben wir jetzt gekriegt. Das heißt, wir haben 100, 200, 300, 400, 450 jetzt aktuell stehen. Und natürlich Kühe ist echt der Wahnsinn. Schweinefutter läuft auch. So langsam aber sicher. Also ich wollte ja eigentlich noch die Übersicht angucken. Was reif ist jetzt? Ich glaube, die 13 müsste jetzt reif sein. Jawohl, die ist reif. 76. Ist so komisch reif. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken. Hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Verstehe nicht warum. Na, egal. Das Feld ist halt noch gar nicht in unserem Besitz. Aber gut. Aber so wie ich das sehe, haben wir eh. Oh, Hopfen ist auch erntereif. Das ist sehr gut. Der Hopfen ist erntereif. Wie ihr mich kennt, gucke ich jetzt hier nochmal rüber nach dem Ernten. Tritikale können wir ernten. Möhren machen wir nicht. Kartoffeln. Haben wir dafür den Vorbau? Ich weiß es nicht. Auf Feld 44 Hopfen. Könnte man auch gerade oben Hopfen. Oh, 55 wäre auch Hopfen. Hätten wir noch Sorghum, Hirse und Möhren. Also ich würde mal sagen, wir nehmen alle Aufträge an. Ja, die Kartoffeln haben wir, können wir auch ruckzuck ernten. Den Hopfen, den Hopfen. Und die Sorghum hier, also die beiden Möhrenaufträge, die lassen wir da einfach stehen. Die lassen wir einfach stehen, weil wir die nicht machen oder aktuell noch nicht machen. Jetzt will ich erstmal den Fermenter soweit füllen. Wieder mit einem guten Häckselgut. Dann können wir die Ernte ausrücken lassen. So machen wir es ja. Lassen wir die Ernte ausrücken. Feld 13 ernten und so weiter und so fort. So, können wir natürlich noch das Schneidwerkrad dann abholen. So, das heißt aber, du fährst direkt zu Feld 13, weil ich dich dann dort brauche. So, dich hänge mal ab. Also ein bisschen gekämpft, da rauszufahren. Ja, mit dem hole ich jetzt einfach schnell die. Sagt's mir.
das Gebiss und der fährt dann zur 50. Beziehungsweise wir holen erstmal alles von unseren Feldern runter und dann kümmern wir uns um den Rest. Dann holen wir das Gebiss, weil dann haben wir wirklich alles schon mal am Händler weggeholt. Was jetzt am Händler liegt, dann haben wir ja, wirklich die, das Gebiss liegt jetzt halt, muss ich schon echt sagen, lange da. Apropos Händler, schauen wir mal rein, ob es da was Neues gibt. Nein. Also ja, hier den Volvo, aber den braucht man nicht. Also so toll ich den eigentlich finde vom Aussehen her, brauchen wir nicht. Und diesen Stacker brauchen wir auch nicht. 14 Ballen? Okay, 14 Ballen. Kann der stacken. Okay. Hinterfragen wir mal nicht. So, aber als erstes ganz gemütlich den in die Werkstatt kurz stellen. Dann können wir den anderen ready machen. Und den dann zu unserem riesen Hopfenfeld schicken. Also es ist wirklich riesig. Da fällst du vom Glauben ab. So, genau. Also wir haben dann den nächsten Drescher. Beziehungsweise jetzt können wir gerade den kleinen Klaas, wenn wir schon drin sind, nutzen. Anhänger holen. Und zur 13 können wir den dann schicken. Weil dort haben wir ja schon den Drescher hingeschickt. Also der wird dort gleich loslegen. Dann können wir dort auch pressen. Mal wieder. So, schön rum. Ja, der ist angekommen. Freut. Dann tun wir gleich soweit ready machen, dass er loslegen kann. Aber erstmal müssen wir hier rausfahren. So, zack. Eigentlich schon relativ gut. Halt nur die Frage, ob das dann immer noch passt. Wenn wir jetzt hier durchfahren wollen. Ah ja, locker passt das. Locker flockig. Weiß gar nicht, was trischt der. Macht der jetzt schwarz oder legt das ab? Ich glaube, der streut's, ja, der häckselt's. Haben wir da eigentlich einen Kurs von der 13? Jawohl. Dann darf er natürlich laden. Anfahren. Und let's go. Let's go. Do this. So, der ist soweit fertig. Das heißt, die ganzen Kurse muss ich auch noch verschieben. Nein, nicht 42. Müssen wir zwar. Nein, müssen wir nicht ernten. Aber 43 hätte ich ihn gern. Uiuiui. Da rumpelt er aber ganz schön rüber. So, jetzt kann er nämlich losfahren. Und wir können dann den dritten und letzten Drescher, wo wir aktuell haben. Abkoppeln und hier einfach rumfahren. So. So, genau, noch ein Stück passt. Tut man natürlich zusammenklappen. Ja, der ist angekommen, das ist okay. Das darf er ja. Welches Feld war das nochmal? War das jetzt die 77 oder war das die 76? Es war die 76. So, und der darf dann zur 76 fahren. Und dort haben wir den Lavendel zum Dreschen.
So, das ist jetzt der JCB. Den nehmen wir jetzt auch noch. Hängen den Anhänger dran. Und dann kann es losgehen. Wird blockiert. Erste Lektion. Dann soll eben zu 43. Und dann gucken wir natürlich schnell dann nach dem Lexion, warum der blockiert ist. So. Und zack, haben wir schon wieder alle Anhänger unterwegs, ne? Wahnsinn. Alle Anhänger haben wir unterwegs. Runter und weiterfahren. Wir dreschen einfach so wie Curseplay. Oder ich versuche es zumindest so zu dreschen wie Curseplay. So, und dann kann ich hier natürlich wieder loslegen. Den müssen wir dann zur 67 dann schicken. Ja, das war jetzt knapp. Wo fahre ich dann wieder lang? Halt das, wenn man das nebenbei einstellen möchte, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jetzt holen wir natürlich noch die letzten paar Brocken Häckselgut raus, die 35.000 Liter. Und dann darf er auch weiterfahren. So, kurz warten, bis es reingerieselt ist. Und sup. Ja, schon viele Aufträge angenommen, muss man schon sagen. So, Lexion Freifahrt, Lexion Freifahrt. Also die fahren alle noch. Ist auf jeden Fall okay. Ich drück laden, obwohl ich abladen will. Mann, Mann, Mann. So, dann kann er losfahren. Der gute Kollege. So, dann ist einmal noch der Wasserfahrer, beziehungsweise ist der Lexion angekommen. Ja, dann hängen wir ganz kurz einfach nur den Auflieger an. Mal beide öffnen. Der ist da oben angekommen. So, gibt's guten Lavendel. So, genau, bis hier rein. Kein Kurs, 2 Meter, also 2 Vorgewände. Zack. 76 haben wir auf jeden Fall einen Kurs. Dresche 9 Meter. Let's go. Kann er loslegen. Den auch, da haben wir, da dürfen wir eigentlich keinen Kurs haben, theoretisch. Nee. Ah, ist schon eine Menge Hopfen, ne? Wir da dann haben.
oder bekommen werden, sagen wir so. Darf er auch generieren. Oh, wunderschön. Dreschen 9 Meter. So. 1 Stunde 40 braucht er hier oben. Schauen wir mal, ob das wirklich dann so stimmt. So, und dann geht es natürlich hier noch ein bisschen Wasser rein in den. Ah, ne, halt, ich wollte gucken am Klärwerk. Ich wollte am Klärwerk gucken, ja, das haben wir ja auch noch. Nicht, dass wir da eben wieder volllaufen. Obwohl, da wurde jetzt ja schon deutlich erhöht. Das wurde ja schon deutlich erhöht. Kann natürlich wieder weg. Die Einblendung. Wenn wir so sehen, nur noch 600.000 auf dem Konto. Das ist immer so ein schlechtes Gefühl, so unter die Million zu fallen. Aber gut, wir haben jetzt auch einiges wieder gekauft. Einige Hallen gekauft. Etc. Und das ist halt auch immer extrem viel. Da sind wir 600.000 Liter Wasser, ja, das holen wir natürlich dann hier weg. Muss ja irgendwie. So. Der fährt. Doch, wir haben ja im Kartoffel. Oh, wir haben den Kartoffel. Schneidwerk. Ja, gut, dann können wir das ja jetzt schon mal machen, ne? 38 zum Beispiel ernten. Haben wir nur ein Feld mit Kartoffeln? Upsala. Schauen wir mal, dass wir das jetzt auch sauber gepackt bekommen da. Zack. Und dann. Wo ist denn eigentlich die 38? Ist es oben das kleine Feld? Ist das oben das kleine Feld? Ja, das ist hier das kleine Feld. 37 ist Möhren, glaube ich. Ja, 37. Oh, da haben wir noch die 55 reinbekommen. Die nehmen wir natürlich auch gerne an. So, 38. Fahren wir mal selber zum Feld. Vielleicht tun wir es auch selber ernten, oder? Ja. Können wir eigentlich auch mal machen, oder? So selber ernten nebenbei. Wir haben eben den guten Advanced Vehicle Mod. Dann können wir das so nebenbei ganz gemütlich machen, natürlich. Erstmal zum Feld kommen. Das dauert halt immer seine Zeit. Und immer so nebenbei das Auge auf unsere drei Drescher gerichtet. Aber das passt noch. Eigentlich können wir die Hulze anschalten, ne? Wir haben ein bisschen Überbreite. Machen wir mal die Rolls an. Wir haben auf jeden Fall schon mal den ersten Auftrag in Bearbeitung von den sechs. Aber mehr würde ich denn jetzt auch gar nicht annehmen diesen Monat. Ja klar, wir haben noch die ganzen Erntesachen, ne? Eieiei, stimmt. Nicht Ansehsachen. Müssen ja noch ansehen, wie die Weltmeister. Stimmt.
wieder einer blockiert. Der Lavendel wird blockiert. Na gut, der muss jetzt erstmal warten, bis wir oben angekommen sind. So. Wir klappen den auf jeden Fall schon mal auf. Oh, hier könnte ich gar nicht die Spuren einstellen. Die Hilfesachen einstellen. Doch, man soll halt nur auf dem richtigen drücken. Genau, passt. Und so können wir dann fahren. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal kurz um den Drescher, warum der blockiert ist. Ja, okay, das ist ein verständlicher Grund, warum er sagt, er ist blockiert. Wenn ihm der Traktor im Weg steht. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.